ihre Projekte selbst finanzieren, sondern es ist einfach eben Geld da. Es gibt einen Grundlohn, es gibt Budgets für Gäste, es gibt Budgets für Technik. Wir vom Festival begleiten das sehr eng und unterstützen in Pressearbeit, in Planung, in Herstellung von Kontakten. Genau, wir freuen uns über die neue Konstellation, also das ist gleich ein Triple Wumms, kann man wohl sagen, ist. Und es passt uns auch ganz gut in den Kram, weil wir als Merse Festival versuchen, die Tür in Richtung junges Publikum, junge Leute seit Jahren durch verschiedene Formate und Angebote weiter zu öffnen. Ich glaube, da haben wir auch jetzt einen guten Anpack, um da zusammen ein paar schöne Aktionen zu machen. Aber vielleicht wollt ihr auch selbst was erzählen? Ich darf erzählen wahrscheinlich. Gerne mal, ne? Ja, also erstmal danke ans Merse Festival, an Tim, Jean-Marie und so fürs Vertrauen. Wie vielleicht alle hier im Raum sich denken können, sind wir jetzt im Vergleich zu einer Atomica Reed oder so beispielsweise jetzt noch nicht die Big Names in der Szene. Deshalb freuen wir uns umso mehr über die Möglichkeit. Wir haben uns vor 3 Jahren eigentlich gegründet mit der Idee, dass wir einfach auch, eigentlich wollten wir einfach selber improvisierte Musik auf die Bühne bringen, aber uns natürlich keiner einladen wollte, weil uns auch niemand kannte, haben wir einfach selber Veranstaltungen gemacht. Und das ist so ein bisschen, so eine Mischung aus Leichtsinn und Mut, der uns irgendwie antreibt. Und seitdem haben wir ganz viele Aktionen hier in Merse gemacht. Kulturbüro Merse zum Beispiel, ganz tolle Zusammenarbeit, auch im Schlosstheater, aber auch eben natürlich auch im Merse Festival. Und eigentlich versuchen wir eben ein bisschen so einen interdisziplinären Gedanken hier reinzubringen und junges Publikum zu gewinnen. Also wir wollen uns eben nicht nur auf die Musik fokussieren, sondern eben auf gesamtheitliche Kunstaktionen, wovon auch immer unsere Aktionen, Veranstaltungen, was auch immer es sein mag, wie man es nennen mag, immer geprägt sind. Also wir wollen eben irgendwie das Öffnen für alle Kunstformen, für alle Formen von Publikum. Und wir wollen natürlich auch, weil wir natürlich ein bisschen auch schon vernetzt sind in Merse, Duisburg und der Umgebung, wollen das natürlich ausnutzen, um hier auch sowas wie eine Art Szene auch entstehen lassen zu können. Weil das haben wir dann auch in unserer gut 3-jährigen Arbeit zusammen dann auch erfahren, dass es eben ein bisschen auch mangelt an jungen Leuten, die hier in der Umgebung Sachen machen oder Musik machen oder Kunst machen, was auch immer. Die meisten Leute wandern eben dann schnell nach Köln oder nach Berlin ab und wir wollen eben zeigen, dass man auch in der Provinz, ich weiß nicht, das ist keine Provinz, ich bin ein Duisburger, deshalb bin ich mehr als Provinz, das ist hier auch, das ist auch hier eben tolle Spanier. Nein, aber genau. Nein, aber deswegen ist klar, wir wollen eben zeigen, dass auch vor Ort tolle Dinge geschehen können. Leute an Mut zu sprechen, Leute irgendwie dazu animieren, selber Sachen anzupacken. Weil so kann es nur funktionieren. Man kann eben in der heutigen Kunst-Kulturszene, man kann leider nicht mehr, ist leider eigentlich auch schön, man kann eben nicht nur zu Hause sitzen und warten, bis dann jemand anruft, sondern muss irgendwie selber Initiative ergreifen. Und dann irgendwann wird es Früchte tragen. Hoffentlich. Ich habe noch Fragen. Ich wollte hier was erzählen. Tim, der Zeitpunkt für den neuen Improviser, die neuen Improviser, ist ja ungewöhnlich, ne? So als Weihnachtsgeschenk. Das hängt mit dem Stipendium zusammen. Nicht wirklich. Es hängt einfach mit den terminlichen Verfügbarkeiten der scheidenden Improviser und der jetzt übernehmenden Improviser zusammen. Also doch. Und dann natürlich beginnt dieses, also ganz formal, dieses Abrechnungsjahr mit der Kunststiftung ist einfach eben das Geschäftsjahr, also das Kalenderjahr. Ah, okay. Das läuft antizyklisch dem Festivaljahr, das ja in der Mitte ungefähr das Festival hat. Insofern haben wir eigentlich immer im Januar oder im Dezember die Übergabe gemacht. Diesmal ist es eben so, dass wir heute die Pressekonferenz oder die Vorstellung machen. Das ist ein großes Wort. Und am 22. Januar gibt es das Übergabekonzert, dann wird Tomica nochmal extra nach Merse kommen. Ah ja, okay. Sonntag, 22. Januar, 19 Uhr. Ort wird noch bekannt gegeben. Das müssen wir nochmal überlegen. Wir haben einfach so wenig Ideen.
vielleicht könnt ihr uns da auch helfen. Ja, von uns kommt ja auch nicht so viel von hier. Und dann werden wir dann Tomica noch ein letztes Mal in Mörs sehen und dann direkt eben in einem Doppelkonzert mit Recursion. Genau, da freuen wir uns. Schon freuen wir uns dann dieses ganze Winter noch drauf. Das ist das erste Mal, dass es drei sind, ne? Oder gab es das schon mal? Nee, also unser Rekord war bis jetzt zwei. auffällig, und das kann uns auch böse ausgelegt werden, ist, dass es immer im männlichen Jahr ist. Da habe ich auch Bauchschmerzen. Nein, wir hatten uns gewünscht, dass ihr auch paritätisch besetzt seid. Das könnt ihr in diesem Jahr vielleicht noch. Als Kollektiv könnt ihr euch auch erweitern. Nein, also Kevin und Matt 2021 waren, das war das erste Mal, dass es eben zwei waren. Also Kevin Scheer und Matt Mortell. Genau, Tomica war dann dieses Jahr solo da. Das mit dem Doppel in 2021 hatte damit zu tun, dass wir wirklich auch das 50. Jubiläum in dem Jahr gefeiert haben und da dann einfach nochmal extra mehr Power uns versprochen haben. Das haben die beiden auch, glaube ich, super gemacht. Genau, und jetzt geht es uns wirklich darum zu zeigen, was du hast gerade super gesagt, Jan. Also es gab immer wieder auch hier in der Region wirklich tolle Talente, angefangen damals mit Christoph Eigens, Udo Kutscher und solchen Leuten, die in den 80ern, 70ern schon nah am Weltklasse-Niveau dessen waren, was im Schlosshof stattgefunden hat. Danach wuchsen auch andere Leute hier immer wieder nach, sind dann aber, die entschwinden dann in die langweiligen Städte, New York, Köln, Berlin. Und da geht man ja einfach unter. Das bringt ja gar nichts. Also es ist immer besser, nach Mörs zu kommen. Und man kann natürlich auch wirklich sagen, was hier in den letzten 15 Jahren passiert ist, wer alles hier in diesem Raum war als Gast, das ist schon wirklich, wir haben das noch nie gemacht, so eine Who-is-who-Liste. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja darum, dass man im Kleinen wirklich die Idee aufrechterhält, dass man auch rausgeht. Also das haben Leute gemacht und sind in Kitas und Schulen gegangen, haben mit Mörser Chören und Kantoren gearbeitet, haben mit Bergleuten Sachen gemacht. Interdisziplinär natürlich mit dem Schlosstheater, mit dem Peschkenhaus und den einschlägigen Kultur- und Kunsteinrichtungen in Mörs immer wieder kooperiert. Und jetzt sind wir einfach gespannt, was dieses Jahr an neuen Aspekten, also Musikschule habe ich vergessen und vieles andere, aber dazu kommt. So. Ja. Ich hätte gerne mal das Alter der drei Herren gewusst. Das macht man nicht. Das ist in Ordnung. Fängt nochmal an. Ja, ich bin 31 Jahre alt. Sagst du nochmal an? Steven Koch, STEVEL. Der Jan Krause. Nochmal, wie viel? Oh. 31. Bis wann? Keiner mehr. Der Jan Krause ist 29 Jahre alt. Und ich bin Christopher Reetz, PH und Reetz, R-E-T-Z. Und ich bin 26. Seid ihr studierte Musiker? Ich bin studierter Musiker, die anderen beiden nicht. Er hat Tontechnik. Genau, Audio Engineering, also Tontechnik studiert. Und er macht. So. Das ist auch nicht so genau so weit. Das ist nicht genau. Steht im Handout dann. Okay, danke. Wie lange kennt ihr euch denn schon untereinander? Gar nicht so unglaublich lange. Tatsächlich, wir haben uns 2018 oder so. Nee, früher, bevor ja, wir nach Berlin gegangen. Ja, genau. Also tatsächlich irgendwie ganz zufällig über meinem Kumpel hier in Mörs. Genau, hier vorne. Tatsächlich, dieser besagte Kumpel ist dann auch, ne, einer dieser Kreativen, die nach Berlin gegangen sind. Da haben wir uns in der Küche kennengelernt. Und dann haben wir uns eigentlich regelmäßig hier dann bei den Residenzkonzerten gesehen. Das war, als Josephine Bode hier Improviserin war. Und da habe ich dann Christopher mit kennengelernt. Und eigentlich, wir haben uns mal für, was soll das gewesen sein, ein Organisationstreffen, eine Probe, keine Ahnung, irgendwas war es. Wir haben uns getroffen zu dritt und
ja eigentlich sehr, also wir haben mal ein bisschen Musik zusammen gemacht und eigentlich sehr schön war dann, als Christopher irgendwann sagte, hör mal, wollen wir jetzt eigentlich, also er sagt nicht genau das, er sagt halt sinngemäß, hör mal, wollen wir jetzt eigentlich nur hier rumdudeln oder sollen wir eigentlich auch mal was planen? Und so war eigentlich die Idee geboren, unsere erste Veranstaltung für frei improvisierte Musik und freie Kunst und was auch immer im Landratsamt dann letztendlich zu organisieren, hier Ende 2019 dann mit der Eva Marx im Kulturbüro zusammen organisiert haben. Das war eigentlich so der Startschuss für unser Wirken, sag ich mal. Ja, bitte einfach. Ihr werdet ja im kommenden Jahr bestimmt auch wieder die Schulen besuchen, wie alle eure Vorgänger auch. Ja. Und ihr lernt bisher nur akustische Instrumente kennen. Was denkt ihr denn, wie die Schüler und Schülerinnen auf die Elektronik reagieren? Ja, ich denke, das ist nur zeitgemäß, wenn man jetzt auch im Musikunterricht rumsitzt und mit den gleichen Instrumenten wie vor 150 Jahren oder 300 Jahren oder wie auch immer rumklimpert, da kommen halt keine neuen Impulse. Deshalb könnte das vielleicht auch ganz interessant sein, mal Instrumente zu hören, die auch wirklich in der Musik stattfinden heutzutage. Nicht so hier so was wie... Ja. Ja, ich mache mir da auch keine Sorgen, also ganz im Gegenteil. Ich glaube eigentlich, dass wir das da... junge Menschen oder vor allem junge Menschen im Schüleralter besonders empfänglich für sind. Ich merke das ja auch selber bei meinen eigenen Schülern beispielsweise. Und deshalb sehe ich da eigentlich eine ganz große Chance, irgendwie auch Kinder da auf anderen Wegen dafür zu begeistern. Weil es eben oft so ist bei Instrumenten, sagen wir bei den akustischen Instrumenten, dass die Kinder dann oft irgendwie oder auch die Heranwachsenden dann auch schnell ein bisschen abgeschreckt sind davon, man muss jetzt üben und so weiter und man muss das jeden Tag am besten machen. Und man muss auf die Technik achten. Und ich kann mir vorstellen, dass